Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich war vorgestern mal wieder bei Mo. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon. Der war auch schon zweimal jetzt in meinen Videos dabei oder halt aus der Fernsehsendung Retourenprofis auf RTL, wo ich auch mal mitgemacht habe. Und das ist der Typ, der die ganzen Retouren und irgendwelche Waren und alles Mögliche weiterverkauft. Mo meinte zu mir, Alex, du musst mal wieder vorbeikommen. Ich habe einiges Neues und das hat mich natürlich direkt sehr gefreut. Und ich bin mal hingefahren und das schauen wir uns ganz kurz mal an. Also Leute, wir sind hier gerade immer noch bei Mo und er hat mir jetzt noch was anderes angedreht. Angedreht? Was ist denn das? Das sind Textilien. Okay, von? Von XY, musst du selbst verraten. Gehört es von Karstadt. Die gibt es ja nicht mehr. Deswegen sehr interessant. Könnte interessant sein, ist halt winterhaltig. Bin mal gespannt, ob du sowas noch verkaufen kannst. Aber du machst das schon, oder? Also Leute, ihr habt gehört, das sind noch ein paar Karstadt. Ja, ich würde nicht sagen Retouren, sondern einfach Auflösungsware, weil die gibt's halt nicht mehr und ich bin mal gespannt, ob sich das lohnt. Ich muss jetzt gleich aber. Mo, hier muss ich doch gut verhandeln, weil hier kann ich jetzt sagen, ob man. Weißt du? Genau. Doch, es war eine Insolvenz, ne? Und die waren irgendwo in Paletten dabei, haben wir nochmal Glück gehabt. Deswegen konnte ich sie gerade abgeben von Karstadt. Ja. Krieg ich selten. Vielleicht ist ja Glück damit, wer weiß. Also, ihr habt's gehört und gesehen, heute geht es um Karstadt, Auflösung. Insolvenz, Retourenware, ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, ich musste mir gerade nochmal die genaue Story dazu durchlesen, aber diese ganzen großen Karstadt-Filialen, wie sie überall in Deutschland verteilt waren, gibt es so nicht mehr. Die sind vor 2 Jahren circa pleite gegangen. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass Karstadt bereits seit 2010 mit der Insolvenz gekämpft hat. Im Jahr 2016, 2017 haben sie es aber nochmal geschafft, schwarze Zahlen zu schreiben, bis es dann jetzt kurz vor Corona, wäre es so meinig gewesen, komplett in die Brüche ging. Die Karstadt-Filiale in Frankfurt auf der Zeil wurde geschlossen, hier bei uns in der Nähe wurde auch eine geschlossen. Es gibt aber weiterhin bestehen die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, welche diese ganzen Galeria Karstadt Filialen betreibt. Aber es gibt halt nicht mehr Karstadt einzeln und Galeria einzeln, sondern nur noch zusammen. So ganz durchblicken tue ich da auch nicht, aber ist mir auch egal. Hauptsache, das wird spannend. Ich blende es euch hier mal ein. Auf den Paketen, die ich gekauft habe, ist eigentlich immer nur die Rede von Karstadt. Bis auf eine Ausnahme, da ist hier noch die Rede von einem Warenabgabe an Vermarkter. Und dann tritt hier die Galeria Karstadt Kaufhof Gruppe auf. Ich würde es einfach mal so als Auflösungsware bezeichnen. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Sind Textilien, Schuhe und so, aber könnte schon interessant werden. Let's go, starten wir rein. Okay Leute, würde ich sagen, wir labern gar nicht lange, starten direkt. Ich muss sagen, eine Sache habe ich noch gemerkt und zwar steht hier was, vielleicht habt ihr es gerade schon bei der Einwendung gesehen, Warenumlagerung. Keine Ahnung, wahrscheinlich wurde es dann von einem Karstadt, der pleite gegangen ist, in den nächsten Galeria Karstadt. Ich habe keine Ahnung. Hoffen wir einfach mal, dass es sich lohnt. Und eine Sache, die ich noch sagen muss, weil es sicherlich viele interessiert, ich habe pro Karton nur 100 Euro bezahlt, also das war jetzt wirklich ein sehr, sehr fairer Preis und Mo könnte das safe auch für viel mehr verkaufen, aber ja. Keine Ahnung. Ich mache das hier jetzt auch nicht, um damit dann möglichst viel Geld zu verdienen, sondern um euch einfach nur zu zeigen, was da drin ist, weil es mich selber interessiert. Genau. So Textilien loszuwerden ist sowieso super schwer für mich. Also, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas davon... Oh, Reebok-Schuhe. Wenn ihr irgendwas davon gebrauchen könnt, schreibt mir gerne bei Insta oder so. Okay, wir starten direkt mal rein. Es sieht aus wie ein bisschen Chaos, aber da kann man nichts gegen machen. Das hier ist das erste Piece. Das Schöne ist, wir haben direkt Preise mit bei. 79,95 hat das mal gekostet und jetzt kostet es nur noch 49,99. Die Frage ist halt, aus welchem Jahr das ist, ne? Die Marke Rackman kenne ich gar nicht. 50 Euro für so ein Ding, das macht auch wirklich eine gute Qualität. Auf jeden Fall neuwertig. Okay, die sehe ich jetzt hier online für 29 Euro oder so oder vielleicht auch ein bisschen. Kommt drauf an. Also von bis. Was man ja auch dazu sagen muss, Karstadt hatte, glaube ich, immer, ich war da jetzt nicht so oft, aber da gab es Sachen, die waren billig und es gab auch teurere Marken und immer natürlich mehrere Etagen. Ich habe jetzt bei Rackman gesehen, das wurde sicherlich auch bei Karstadt verkauft, aber auch Kaufhäuser oder Luxuskaufhäuser wie Breuninger vertreiben das. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt halt einfach nicht die neueste Kollektion ist, aber das Ding haben wir dann hier nochmal und ich denke mal, vielleicht auch nochmal und nochmal und nochmal. Was ist das jetzt hier? Andere Farbe, aber ebenfalls Rackman. Das kostet jetzt hier nur noch, oh, 59,99 sogar. Ja, keine Ahnung. Ich muss genau diese Modell jetzt einmal finden, weil es wäre auch nice, wenn ich euch hier so ein bisschen die Preise mit einblenden kann und wir dann immer höher gehen und schauen einfach mal, wie ist der Gesamtwert von den Waren, der hier drin ist. Also die Sachen aus den neuesten Kollektionen hier kosten auf jeden Fall auch alle so 70, 80 Euro, 150 Euro sogar. Also das ist schon eine vernünftige Marke. Deswegen würde ich sagen, wir rechnen die Preise, die hier dran stehen, auch wenn es Rabatte sind, einfach mal hoch und schauen dann, was am Ende bei rumkommt. Ich bin mir jetzt schon sicher, das wird einiges, weil wer hätte es gedacht, wir haben hier nochmal Rackman und nochmal Rackman. Kann ich mittlerweile schon sagen, Rackman geht mir ziemlich auf den Sack, man, weil vielleicht wäre ja auch mal was anderes ganz nice. Lass mich raten, nochmal Rackman. Ja, 1, 2, 3, 6 mal Rackman jetzt schon. Okay, jetzt kommt was Neues. Das hier ist,
Selected Home. Okay, hier steht jetzt leider gar kein Preis dran. Aber das ist so ein Winterpulli, hat ja Mo auch gesagt. Da sind Sachen aus der Winterkollektion dabei. Ich weiß halt nur nicht, welche Winterkollektion, ne? Ist das, ja, wahrscheinlich halt nicht so die neueste Winterkollektion. Wenn sich jemand mit Mode auskennt und mir sagen kann, von welcher Kollektion das ist. Hier ist Selected Home, das nächste, was kostet das denn? 59,99 Euro. Ich würde das jetzt gerne einmal für euch anziehen, aber ich meine, wir haben 33 Grad draußen und hier drin sind 37 Grad. Ach komm, egal, da muss ich jetzt durch. Wir wollen ja sehen, ob das hier nice Sachen sind, ne? Also für den Winter auf jeden Fall geil. Passt mir perfekt. Normalerweise trage ich L, das ist jetzt XL, aber warum eigentlich nicht? Okay, Leute, jetzt bin ich gespannt. Wir machen hier einfach mal weiter mit den neuen Bugatti We Are Europe Schuhen. Bugatti ist eine Marke, die kenne ich auf jeden Fall. Die Schuhe von denen feiere ich jetzt nicht so. Ein Kollege von mir hat die. Nico heißt der. Ja, so sehen die aus. Digga, hier, Nico, guck mal. Wenn du willst, kannst du die haben. Größe, was haben wir hier für eine Größe? 43 sogar. Das ist genau meine Größe. Die werde ich jetzt gleich mal anprobieren. Und die kosten 69,99 Euro, ja. Bugatti Schuhe wirklich absolut neuwertig. Hier ist ja gar nichts dran. Mir ist bis jetzt auch noch gar kein Makel an irgendeinem Teil hier aufgefallen. Deswegen wirklich alles neuwertige Ware. Das ist super nice. Oh, das gefällt mir auch. Ich ziehe die Schuhe mal eben an. Ja, okay, die Schuhe sehen eigentlich ganz nice aus. Dann, Leute, hier, kleine Modenschau. Und wieso habe ich eigentlich diesen Pulli noch an, Alter? Boah. Dann haben wir hier noch Jack & Jones. Auch schön. Probiere ich auch mal eben an. Oh, Digga. Mega, das behalte ich. Guck mal, das steht mir doch, oder? Leute, seid mal ehrlich. Das ist doch nicht verkehrt. 39,99 Euro. Kann ich mir vorstellen. Das ist ein nices Piece. Die Schuhe haben wir schon angeschaut. Jetzt habe ich hier noch mehr Schuhe. Und zwar Reeboks. Geil, Alter. Reeboks hatte ich früher sehr, sehr viele. Schauen wir mal zusammen rein. Vielleicht sind das ja richtig nice Reeboks, die ich ebenfalls behalten kann. Nein, das sind Frauenschuhe. Joggingschuhe. Alter, aber auch wirklich Top-Quali. Hier, Leute, schaut mal. Man muss ja auch sagen, Karstadt hatte doch immer diese Sportetage, wo dann auch so eine Laufbahn war, wo man sich so, ja, wo man messen konnte, wie schnell man ist. Daran kann ich mich noch erinnern. Was kosten die? Ich schau mal kurz nach. 35 Euro nur, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber naja, was willst du machen? Trotzdem in Ordnung. Jack & Jones, guck mal, das gleiche Oberteil in einer anderen Farbe. Wahrscheinlich ebenfalls 39,99. Also der Wert ist schon gigantisch, ne? Das sind auf jeden Fall, hey, über 1000 Euro hier an Warenwert drin. Und dann hier noch ein bisschen Rackman. 59,99. Bin mir aber sicher, in dem anderen Paket sind noch mal andere Sachen. Das hier ist jetzt wieder Rackman. Wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Jack & Jones, noch mal. Ebenfalls wieder 39,99. Ja, mir ist echt warm. Ja, dann zieh den noch einfach aus, Alex. Mensch. Was natürlich noch nicer gewesen wäre, wäre, wenn das komplette Mischware von Kaufland gewesen wäre. Digga, wie oft habe ich jetzt wäre in einem Satz verwehret? Weil die hatten ja nicht nur Textilien, sondern auch irgendwie Computerspiele. Ich glaube, man konnte da sogar eine Playstation kaufen. Lass mich raten, Rackman? Ja, Rackman. 49,99. Vielleicht gibt es ja unter euch so einen Textilien-Großhändler, der das alles auf einmal mitnimmt. Weil ich weiß wirklich nicht, was ich mit diesem ganzen Zeug machen soll. XXL Jack & Jones, okay. Okay, den kennen wir schon. Dann haben wir den hier nochmal. 39,99. Dann, den Hom hier. Selected Hom. XXL. 59,99. Den hier kenne ich noch nicht. Aber er ist auch von Rackman. Der Pulli ist eigentlich auch nicht verkehrt. Den finde ich ohne Scheiß echt ganz schön. 79,95. Pullover Rundhals. Wirklich auch. Also die Qualität von Rackman, die überzeugt mich. Jack & Jones. Und nochmal Jack & Jones. Und nochmal Jack & Jones. Dann ist das erste Paket auch leider schon leer. Tut mir leid, aber wir haben ja noch eins. Und das wird sicherlich auch nicht verkehrt. So, Leute, seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Mhm. Aha. Wer hat's gesehen? Oho. Wir haben hier als erstes einmal Vans. Oh mein Gott. Vans, Adidas und Nike-Schuhe. Alleine diese Schuhe sind ja safe schon viel, viel mehr wert als ein Huni. Vans waren früher auf jeden Fall meine Lieblingsschuhe. Davon hatte ich einige. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Größe 42 für Männer sogar. Das ist, Alter, Leute, gebt euch das. Das ist einfach dieser klassische Vans-Schuh. Weiß nicht, was hat der früher gekostet oder was kosten die 80, 90 Euro? Geil. Da schlüpfe ich mal rein. Ja, passt nicht so ganz. Ah, nee, da passe ich nicht rein. Schade. Naja, egal. Trotzdem schon mal wild. Vans einfach. Also, boah. Und dann haben wir hier noch Adidas-Schuhe. Komm, ich will's. Ihr könnt als erstes gucken hier, bitteschön. Oh, ja, genau meine Farbe. Adidas Running Shoes für Damen oder Sportschuhe, also zum Touren, ne? Also genau so sahen eigentlich die Schuhe aus von jedem zweiten Mädchen, mit dem ich früher Sportunterricht hatte. Ja, das kommt gut hin. Kosten nur 25 Euro. Ich wusste gar nicht, dass Frauensportschuhe so günstig sind. Früher war das doch nicht so, oder? Also, das, naja. Und dann haben wir hier jetzt noch Nike-Schuhe. Let's go. Alter, was sind das denn für Riesenteile? Junge, Schuhgröße 50 oder was? Auch komplett neu natürlich. Der Karton gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Vielleicht sind das ja wirklich so seltene Schuhe auch, obwohl, das glaube ich nicht, bei Karstadt. Nike VL. Schuhgröße 47,5. Kosten 75 Euro. War trotzdem nicht verkehrt. Oh nee, und es geht weiter mit Selected Hom. Ja, den kennen wir schon. 59. Oh Gott, ey, ich sehe schon wieder Rackman. Leute, es tut mir leid. Was ist das denn? Skiunterwäsche. Und Skiunterwäsche sollte man nicht unterschätzen. Die ist nämlich manchmal echt teuer. Wobei hier gar keine Marke beisteht, deswegen, Alter, hä? So, dann haben wir hier nochmal, oh, was
Neues. Cappuccino Italia. Marke kenne ich gar nicht. Ich guck mal nach. 28 Euro. Ja, nicht so dolle. Das wurde aber schon benutzt. Hä? Thermotech. Ja, okay, jetzt habe ich eine Marke. Thermotech. Das ist eine Hose für welche mit ganz langen Beinen. Nochmal Rackman. Den kennen wir schon. Den hier kennen wir auch schon. Also, wir haben bestimmt, ohne Scheiß, 15 bis 20 von diesen Rackman-Dingern. Also, so gesehen, allein schon mal 750 Euro Rackman. 69,99. Wieder Rackman. Leute, sorry. Ich mache es jetzt einfach kurz und schmerzlos, weil irgendwie macht es ja sonst auch keinen Sinn. Oh, Cappuccino. Nee, zack. Jack and Jones, 19,99. Das hier ist nochmal was anderes. Tom Taylor ist natürlich auch eine Marke, die habe ich früher mal gerockt, als ich so ein kleiner Butz war. Wurde auch reduziert auf 39,99. Hier haben wir noch was für die Ladies. Oh, guck mal. Und hier so ein, was ist das? Ein Kleid. Ja gut, das kann ich ja jetzt nur schlecht anziehen. Da muss ich dann auch einfach einsehen, dass mir sowas nicht steht, ne? Auch wenn ich natürlich das gerne ein bisschen betonen würde, hier für Instagram. So, was haben wir denn hier noch? Lass mich raten, Rackman. Der wievielte Rackman ist das? Leute, ich bin mal gespannt, was am Ende hier unten steht, aber es wird bestimmt 2000 Euro sein. Rackman, 49,99. Cappuccino, Rackman. Ich hoffe, Rackman-Ware ist gefragt. Das wäre auf jeden Fall gut. Und hier haben wir noch Cappuccino und Tom Taylor und ja, leider war es das dann. Im Großen und Ganzen hätte es mich natürlich ein bisschen mehr gefreut, wenn da noch mehr Abwechslung drin ist, aber das kann man natürlich vorher nie wissen. Trotzdem glaube ich, dass es ein cooles Video war und ihr könnt ja hier sehen, da ist schon einiges an Ware drin gewesen, ne? Also hier auf jeden Fall mal wieder ein Good Deal, Good Feel für mich. Ich habe natürlich auch noch andere Ware mitgenommen. Ich bin auch mal gespannt, das wird auch lustig. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos ab. Schaut bei meinem anderen Kanal vorbei. Alex heißt einfach, da gibt es jeden Tag ein Video. Und wir sehen uns. Haut rein, ihr Lieben. Tschüssi. Passt ja jetzt gerade, ne?